Hi Leute, wir packen heute einen unbekannten Adventskalender aus, und zwar ist der von Trend Parfüm. Ich habe bisher noch nie was von diesem Shop gehört, und zwar habt ihr mir den Adventskalender über Instagram weitergeleitet, und da der, glaube ich, nur 50 oder 60 Euro gekostet hat, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich werde euch auf jeden Fall den Preis hier einblenden, habe ich direkt zwei Stück bestellt, einen hier für mein Video und einen für euch da draußen. Was ihr dafür machen müsst, ist wie immer nur hier unten kostenlos meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren nicht vergessen, diesem Video einen Daumen nach oben geben und etwas in die Kommentare schreiben. Plus noch eine Kontaktmöglichkeit, wie zum Beispiel den Instagram-Namen hinterlassen. Genau, so einfach ist das schon. Wann die Verlosung endet, steht natürlich wie immer in der Infobox. Und ja, wie gesagt, ich kannte diesen Shop überhaupt nicht. So sieht der Adventskalender aus. Also wirklich ist es eigentlich nichts Besonderes. Es ist einfach nur eine Box mit einem Weihnachtslogo drauf, mit so einem Weihnachtsbaum und so Sternchen. Und das Ganze ist dann eben hier so verpackt. Und hier steht dann auch nochmal, vielen Dank für Ihre Bestellung, Trend Parfüm. So, wenn man das Ganze dann auspackt, sieht das Ganze so aus. Ich finde, das ist so ein bisschen altmodisch gestaltet. Aber ich finde es eigentlich ganz süß, um ehrlich zu sein. Das sind hier so verschiedene Kordsäckchen. Hier fängt es, glaube ich, mit 1 an. Ich habe nämlich schon mal ein bisschen reingeguckt. Und da habt ihr noch so eine Schnur dabei, wo ihr das eben irgendwo aufhängen könnt. So sieht die aus mit solchen... Jetzt ist mir gerade so ein Staubkörnchen in mein Dings geflogen, in meinen Hals geflogen. Ja, genau. Auf jeden Fall ist hier so eine Schnur, wo mir gerade irgendwie so ein Staubkorn in meinen Rachen geflogen ist. Auf jeden Fall, genau. Da könnt ihr dann die Adventskalendertürchen befestigen. Ja, als ich von meiner Mama früher Adventskalender gebastelt bekommen habe, habe ich dann auch immer so eine Schnur bekommen und dann solche Türchen, wo die dann eben so befestigt worden sind. Genau. Ist eigentlich eine ganz süße Idee. Und genau, das sind hier solche Kordsäckchen und ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll mit diesem Adventskalender, weil da drin stand, dass es halt so ein Parfüm-Adventskalender ist. Und ich hoffe nicht, dass wir hier nur Proben bekommen. Halt diese ganz normalen Proben, die man bei Douglas und so an der Kasse bekommt und zu jeder Bestellung kostenlos. Deswegen bin ich schon sehr gespannt und wir packen direkt einfach mal Türchen 1 aus, weil ich es gar nicht mehr abwarten kann. Okay, hier haben wir etwas von Elie Saab und zwar Le Parfum Royal. Ich muss das mal auspacken. Okay, das ist ein Armband von Elie Saab. Ich glaube, das sind so Werbegeschenke, die man dann so als Parfümerie oder so mal bekommt. Ja, und dann halt den Kunden verschenken kann. Letztens habe ich zum Beispiel im Douglas auch so eine Flasche geschenkt bekommen von, was war das, ich glaube... Deutsche Gabbana, genau, so eine Trinkflasche einfach. Und ich glaube, das sind halt solche Werbegeschenke. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch niesen, Leute. Also dieser Adventskalender, der hat es echt in sich. Weil der wirbelt irgendwie voll den Staub auf und der ist halt so relativ staubig, auch wegen dieser Schnur und so. Ja, egal. Auf jeden Fall zeige ich euch mal das Armband von Nam. Das ist dieses Armband hier mit diesem Elie Saab-Logo und das hat hier auch noch so ein Schnürchen, sodass man das dann quasi verstellen kann. Ja, ich muss sagen, das Armband finde ich relativ schön, wenn man meine Hand reingehen würde. Ja, also ich finde es eigentlich ganz cool. Sieht nicht schlecht aus. Wie gesagt, man kann es dann hier auch noch verstellen, also größer ziehen oder enger ziehen, damit man auch leichter rein und rauskommt. Und genau, es ist ein Armband von Elie Saab. Das sind halt so Dinge, die man halt nicht alltäglich irgendwo geschenkt bekommt und die man wahrscheinlich auch nicht kaufen kann. Deswegen kann ich euch wahrscheinlich auch leider keinen Preis hier einblenden, aber ich werde mir Mühe geben. So, Türchen Nummer 2 ist irgendwie ein bisschen dicker. So sieht das hier aus. Und da sind irgendwie zwei Produkte drin. Hier haben wir eine, oha, das ist ja cool, eine Ultimate Skin Aesthetics Inner Beauty Collagen Drink. Ich glaube, ich habe auch solche Kollagen-Drinks mal getrunken. Ich weiß noch nicht, von welcher Marke die waren. Ich einmal von Jill Sander Softly. Eine Handcreme. Das finde ich auch richtig toll. 30 Milliliter ist das Ganze. Und wie gesagt, Handcreme braucht man sowieso immer. Also natürlich in zwei direkt mal zwei Produkte. Das ist ja richtig cool. Ich habe hier wirklich so eine richtige Staubwolke. Wegen den Lichtern sehe ich das hier auch gerade. Ja, machen wir weiter mit Türchen 3. Und in Türchen 3 haben wir auch direkt zwei Produkte drin gehabt. Das finde ich richtig cool. Also einmal hier, das finde ich echt richtig lustig. Und zwar einmal Tresor als diese Parfümprobe, die man auch an der Kasse geschenkt bekommt. Als auch so eine Parfümminiatur. Das finde ich ja richtig toll. Ich liebe diese kleinen Teile. Genau, das ist, wie viele Milliliter sind das? Ich glaube 5, oder? Ne, 7,5 Milliliter. Also hier haben wir einmal, wie gesagt, dieses Flakon. Das finde ich ganz toll. Und davon dann einmal hier so eine Probe auch noch mit dabei. Also auch wieder zwei Produkte und das finde ich ganz cool. Also ich liebe solche kleinen Duftminiaturen. Ich kann gar nichts drunter vorstellen. Deswegen machen wir einfach mal weiter mit Türchen Nummer 4. Und in Türchen Nummer 4 haben wir, oh, sogar wieder zwei Produkte. Einmal wieder so eine Probe, die man halt eben auch überall geschenkt bekommt. Aber diese Menschen haben es wahrscheinlich anscheinend verstanden, dass sowas eigentlich nur eine Zugabe ist und nicht
ein Inhalt eines Türchens sein sollte. Deswegen haben die noch was anderes reingepackt. Und zwar haben wir hier ein Produkt wieder von Sadek & Voltaire drin. So sieht das hier aus. Das sind wahrscheinlich halt diese ganzen Werbegeschenke, die man dann eigentlich an Kunden verschenken kann, wenn sie einen bestimmten Einkaufswert erreicht haben. Oder zum Beispiel bei Douglas gibt es ja auch total oft halt diese Geschenke. Zum Beispiel erreiche einen Mindestbestellwert von 100 Euro und kaufe was von, keine Ahnung, beispielsweise Sadek & Voltaire. Und dann kriegst du das und das kostenlos. Ne? Also es sind halt nur so Produkte, die du kostenlos bekommst, wenn du dann auch was das Produkt kaufst. Und hier haben wir so einen kleinen Geldbeutel, glaube ich. So einen Glitzergeldbeutel. Also ich glaube, dass es ein Geldbeutel ist. Und hier steht einfach, Girls can do anything. Nee, Girls can be crazy. Sorry, ich habe aber dieses Parfüm. Deswegen habe ich gerade gedacht, dass es da drauf steht. Und genau, hinten steht dann auch nochmal die Marke drauf. Also einfach so ein kleines Täschchen. Das finde ich eigentlich ganz süß. So gerade, wenn man irgendwie, ja, irgendwie ins Freibad geht oder so. Ich war dieses Jahr nicht einmal im Freibad, Leute. Voll krass. Aber sowas braucht man halt immer mal, wenn man irgendwie ins Freibad geht oder ins Schwimmbad geht und dann halt irgendwie so ein kleines Geldbeutelchen braucht. Und der Duft heißt übrigens auch Girls Can Be Crazy. Das ist was Neues und das kenne ich auch noch gar nicht. Ja, aber cool, dann kann man es halt direkt mal testen so. In Türchen Nummer 5 haben wir wieder zwei Produkte. Einmal hier Coco Mademoiselle Chanel. Wieder so ein kleines Rüppchen, ne, wie immer, was man ja eigentlich, wie gesagt, kostenlos bekommt, wenn das mal fokussieren würde. Und dann haben wir hier noch so ein Chanel-Säckchen bekommen. Okay, das finde ich sau unnötig gerade. Das ist wie so ein Säckchen halt einfach von Chanel. Also, wie gesagt, ich mag sowas eigentlich gar nicht. Ist halt mega unnötig. Aber wie gesagt, für so einen Brillenträger oder so wird das wahrscheinlich echt ganz cool sein. Oder für die Sonnenbrille oder so. Aber wie gesagt, so ein Säckchen war halt in Türchen 4 mit einer Parfümprobe. In Türchen 5, sorry. Nicht so meins. Aber in der 6 muss jetzt was Spannendes drin sein, weil das ist ja Nikolaus. Und das ist auch so groß, dass es nicht mal zugegangen ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir in Türchen 6 drin haben. Oh, hier haben wir etwas Großes von Lancôme. Ich werde das direkt mal auspacken. Oh, hier haben wir zwei Produkte. Wow, das finde ich echt cool. Und zwar einmal ein Lancôme Abschminkprodukt. Das ist hier dieses Bifacil oder so. 30 Milliliter. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das ist einfach so ein Abschminkprodukt von Lancôme. Und dann noch den kleinen Kajal. Ne? Also, genau. Ich glaube, den müsste auch jeder kennen. Der war ja, glaube ich, auch in dem Adventskalender von, na, nicht von Lancôme, sondern von L'Oreal drin, genau. Also das war schon mal in Türchen 6 drin. So, dann machen wir mal weiter mit der 7. Also Türchen 6 fand ich echt cool. In Türchen 7 haben wir wie immer eine Parfümprobe und zwar von Carolina Herrera Good Girl, einer meiner Lieblingsdüfte. Richtig, richtig cool. Also ja, der Duft ist cool, aber das hier halt, wie gesagt, kriegt man eh geschenkt. Aber wir haben hier noch ein Full-Size-Produkt und zwar von Makeup Factory Dream Eyes. Das müsste eigentlich eine Mascara sein, glaube ich, oder? Ja, tatsächlich. Wir haben hier eine Full-Size-Mascara drin. Das finde ich echt sehr nice. Also wieder zwei Produkte, weil diese Menschen sind anscheinend schlau. Und genau, so sieht die Mascara hier aus von Dream. Nee, Makeup Factory, sorry. Das gibt es halt bei Müller und so zu kaufen. Und genau, das Bürstchen muss ich euch ja natürlich noch zeigen. Genau, so schaut auch noch das Bürstchen der Mascara aus. Das ist ganz cool. Hier haben wir auch schon Türchen Nummer 8 und da haben wir tatsächlich nur zwei Parfümproben. Einmal von Tiffany & Co. Love und einmal von Givenchy L'Interdit oder so. Ja, das hier habe ich zu Hause, das liebe ich, das Parfüm von Givenchy, das ist echt toll. Und das von Tiffany, ich weiß gar nicht, gefällt mir das? Ich habe mir das, glaube ich, nicht gekauft, aus dem Grund, weil es mir echt mal nicht gefallen hat. Ich werde es mal hier direkt mal testen. Ja, ist halt nicht so meins. Es riecht halt so 0815-mäßig, aber eigentlich riecht es gut. Und ich kriege wirklich, meine ganze Nase juckt vor diesen Säckchen. Ich glaube, ich bin irgendwie allergisch auf die Säckchen. Oh Gott. Ah doch, dieses Tiffany-Parfüm riecht irgendwie doch ganz gut. Ich glaube, ich hatte dann so ein anderes wahrscheinlich von Tiffany, was mir nicht so gefallen hat. Boah, aber diese Säckchen, ne? Die sind so fusselanfällig auch. Seht ihr das? Da bleibt jeder Fussel dran hängen und ich vertrage nicht. Ich habe irgendwie so eine Allergie auf diese Säckchen. Ja, Türchen 8 hat mich leider enttäuscht, muss ich sagen. Ich hoffe, es geht nicht so weiter. So, Türchen Nummer 9. Hier haben wir wieder zwei Produkte. Einmal haben wir hier Fruchtgummis mit Effekt. Glow Sweet Glow, Feuchtigkeitsspenden für eine strahlende Haut. Hyaluronsäure, Vitamin C und E, Nahrungsergänzungsmittel. Oha, voll cool. Aber halt auch nur so eine Probepackung. Und einmal von Chloé Nomade, glaube ich, oder Nomade, keine Ahnung. Das mag ich auch nicht so gerne, das Parfüm. Das mögen sehr viele, aber ich irgendwie nicht. Und ich werde diese Fruchtgummis direkt mal essen, weil ich irgendwie voll Bock auf die habe. Und werde die euch direkt mal zeigen. Die sehen schon richtig mitgenommen aus. Guck mal, wie die aussehen. So richtig alt irgendwie schon.
Nee, bis 4.21. sind die noch haltbar. Also kann ich die ohne Bedenken essen. Nicht so meins. Geht. Machen wir weiter mit Türchen 10. Hier sind auch mehrere Sachen wieder drin. Und zwar einmal Libre. Oh mein Gott, ich liebe diesen Duft Libre von Yves Saint Laurent. Bester Duft. Und dann haben wir noch einen Spot-On-Highlighter von Amber Valletta oder so. Keine Ahnung, was das sein soll. Noch nie was davon gehört, von dieser Marke. Ja, und das ist ein cooler Highlighter. Das nenne ich doch mal was Cooles, oder? Also dafür, dass es ja nur ein Parfüm-Adventskalender sein soll, so wie ich es verstanden habe, ist hier aber schon so Make-up und so drin. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Wie gesagt, Preis 50 oder 60 Euro ist nicht viel für einen Adventskalender, wenn auch gute Produkte drin sind, ne? So, Türchen 11 sind wir schon. Und in Türchen 11 haben wir einmal, oh, das Parfüm ist auch super. Und zwar einmal Narciso, ja, Eau de Parfum, das ist so gutes Parfüm, habe ich mir gekauft, weil Shopaholic ja immer, ja, das irgendwie in den Stories zeigt und ich musste das einfach haben. Ich vertraue 100% auf ihre Meinung und ja, wie ihr auf meine Meinung immer zu 100% vertraut, vertraue ich genauso auf ihre und ja, ist auch so die einzige Influencerin, glaube ich, der ich wirklich so alles abkaufe, was sie sagt, weil sie einfach super authentisch ist und ich liebe sie einfach und wir haben uns auch schon persönlich kennengelernt. Ja, deswegen, also dieses Parfüm kann ich nur empfehlen und das Ganze habe ich dann auch nochmal als 4 ml bekommen. Aber das ist hier so ein Eau de Parfum Ambré, ich weiß nicht, was das sein soll. Ich gucke jetzt einfach mal hier rein. Wahrscheinlich so ein Roll-On oder so, ne? Oder so ein Taschenduft. Genau, das ist einfach so ein etwas größerer Taschenduft. Das sind 4 ml. Das finde ich auch akzeptabler als dieser kleine Duft. Letztendlich kann man sagen, dass wir jetzt 5 ml quasi bekommen haben. Also auch ungefähr wie so eine kleine Duftminiatur, ja? Finde ich, also wie gesagt, solche Sachen finde ich halt praktisch, die ein bisschen größer sind, weil die kannst du halt super in die Handtasche werfen. So, dann haben wir jetzt schon die 12. Sind wir bei der Halbzeit angekommen. Es ging recht schnell, muss ich sagen. Und hier haben wir wieder so Parfümproben drin und sowas mag ich halt gar nicht. Wir haben halt 3 Stück hier drin. Einmal Hair Ritual by Sisley. Oh, ein Color Perfecting Shampoo. Sisley ist sehr teuer. Es sind 8 ml, aber es sieht dann so eine Probe. Ne? Ich mag so Proben gar nicht. Dann haben wir hier einmal Miss Dior Absolutely Blooming. Ja, so. Und dann hier einmal J'adore. Wie gesagt, ich mag solche Proben absolut nicht, weil, wie gesagt, das ist für mich einfach so... Kriegst du an jeder Kasse geschenkt, so, weiß ich nicht, mag ich einfach nicht. Dann machen wir mal weiter mit Türchen 13, das hört sich aber wieder sehr, sehr voll an und auch sehr gut. Hier haben wir irgendwas Eingepacktes, in lila Papier. So, was ist denn da drin? Oh, wieder 3 Produkte, 3 Proben. Einmal Regenerie Multilift Ultra, 5 ml von Lancôme, das habe ich schon sehr, sehr oft gesagt, diesen Namen. Dann Regenerie Nuit Multilift, auch 5 ml von Lancôme. Das sind halt diese ganzen Cremes. Und dann noch etwas Größeres, und zwar Advanced Genifique. Das ist auch ein Serum, 7 ml von Lancôme. Und das ist richtig teuer. Dieses kleine Serum müsste, glaube ich, 20 Euro, 21 Euro kosten oder sogar 30 Euro. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es richtig teuer, dieses kleine Serum hier. Und ja, aber dafür haben sie halt mehrere Produkte eingepackt, finde ich eigentlich ganz cool. Auch wenn dieses kleine Serum halt sehr teuer ist. Da habt ihr mal so ein bisschen was zum Probieren von Lancôme. So, Türchen Nummer 14 und hier sind wieder Proben. Och no. Ja, wieder Proben, Proben, Proben. Jean-Paul Gaultier La Belle und Scandal von Jean-Paul Gaultier auch. Scandal finde ich richtig gut, habe ich auch zu Hause und riecht mega. Ja, aber wie gesagt, solche Sachen kann die sich eigentlich echt sparen, ne? Weil, wie gesagt, das werde ich auch gar nicht mitberechnen, diese kleinen Parfümproben, weil das ist für mich einfach kostenlos so. Dann haben wir in Türchen 15 3 Produkte drin. Einmal Alive von Hugo Boss, das ist eine Hand- und Bodylotion, 75 ml, so sieht die aus. Dann haben wir sogar noch einmal hier das Parfüm. Aber wieder so eine kleine Probe nur. Und dann haben wir zu guter Letzt noch ein Mini-Nail-Polish von Hugo Boss. Das finde ich voll krass. Ich wusste gar nicht, dass die, ja, einen Nagellack auch, also generell so eine Nagellacklinie haben. Und ja, das ist einfach so ein kleiner Mini-Nagellack von Hugo Boss in Rot. Das ist eigentlich ganz süß und ich finde das auch echt cool, dass sie so viele Sachen jetzt hier reingepackt haben, ne? Und das sind 4,5 ml bei dem Nagellack. Aber wäre es nicht sinnvoller gewesen, ein Türchen so nur eine Sache reinzupacken, anstatt dann in ein Türchen 3 Sachen und dann so voll viele Proben so in einem Türchen. Also irgendwie, weiß ich nicht. Egal, machen wir mal weiter mit Türchen 16.
So, die 16 beinhaltet auch wieder mehrere Produkte. Oh, das ist ja cool. Wir haben hier ein Produkt von Benefit drin und ein Produkt von Donna Karan New York. Wie sagt ihr das eigentlich? Donna Karan, Donna Karan. Ich glaube, es heißt richtig Donna Karan. Und das ist hier einmal Be Delicious Eau de Parfum, 7 Milliliter. Das müsste auch wieder ein Parfümflakon sein. Oh, cool. Meine Tante liebt das Parfüm voll. Das ist so ein, ja, Parfümflakon wieder so ein kleines. Das finde ich echt mega, tatsächlich. Ich mag sowas voll. Und sieht übrigens aus wie ein Apfel. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Gimme Brow. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal. Achso, das ist die Farbe 3. Aber irgendwie verstehe ich das nicht, weil wie soll denn hier drin so ein Gimme Brow sein? Egal. Wir machen einfach mal weiter. Aber ist schon interessant, mal so Adventskalender auszupacken, die eigentlich kein Mensch kennt, ne? Also ich kannte diesen Online-Shop gar nicht und wie gesagt, noch nie was davon gehört und ich wusste auch gar nicht, dass die Adventskalender haben. Vielleicht kanntet ihr den Shop, ja, also ich noch nie was gehört von. So, Türchen 17, oha, hier haben wir was von Karl Lagerfeld und zwar Model Co. Nude Pink Luxe Highlight and Glow. Oh, 13 Gramm, das ist sogar ein Full-Size-Produkt. Das finde ich wirklich klasse. So, ich packe das mal ganz kurz aus. Ist vielleicht als Highlighter ein bisschen dunkel tatsächlich, wie ich finde. Aber man kann das richtig gut verwenden als Lidschatten oder als Blush oder so. Weil so krass schimmernd ist das ja jetzt auch nicht. Also das gefällt mir gut. Ja, Nude Pink ist die Farbe. Hier sind auch super viele Produkte wieder drin. Oh Gott, warum so viel? Ich hätte aber mal wieder Lust, irgendwas zu essen. Hoffentlich ist hier irgendwas zum Essen drin. Nee, schade. Und zwar einmal von Rituals, The Ritual of Happy Buddha. Das ist ein Body Scrub. Ja, finde ich nicht schlecht, weil wie gesagt, bei DM kaufe ich mir auch manchmal solche Päckchen Body Scrub, weil ich die dann sehr gerne in der Badewanne verwende. Zusammen mit meinen Sachen da reiße ich einmal auf. Das ist halt dann nur für einmal, aber wie gesagt, finde ich nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch zwei andere Produkte drin gehabt. Die machen so viel rein, oha. Einmal von Sol Janeiro. Nee, Sol de Janeiro, Brazilian Bum Bum Cream oder Bum Bum Cream, genau. Und das sind 24 Milliliter und ich glaube, ihr kennt diese Creme, die kommt halt in so einer Bottle eigentlich. Ist hier dann halt nur so. Und dann einmal noch von Bulgari Omnia Golden Citrin. Und einmal Kristalline, Omnia Kristalline. Das ist der Lieblingsduft meiner Mutter, Omnia Kristalline. Und dieses Zitrine kenne ich gar nicht, muss ich mal dran riechen. Vielleicht gefällt es ja meiner Mutter auch. Genau, so schauen die aus und das ist der Lieblingsduft meiner Mama. So, Türchen 19. Oh, die sind auch hinten richtig irgendwie so wie so mit Glitzer verschmutzt, diese Säckchen. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Die sind aber wirklich von der Qualität her, Leute, dann packt es irgendwie lieber in Papiertütchen ein, als in solche Säckchen, weil ich habe irgendwie eine Allergie auf diese Säckchen, ne? Hier haben wir auch wieder viele Produkte drin. Einmal von Chanel. Oh, Le Lift, eine Anti-Faltencreme, 5 Milliliter. Le Lift, keine Ahnung, ist wahrscheinlich eine super teure Creme von Chanel. Dann haben wir hier von Chanel ebenfalls eine Hydra Beauty Mikrocreme, wieder 5 Milliliter, also halt Chanel Beauty zum Testen. Und natürlich eine Mini-Mascara, oh, das finde ich toll, von Chanel in der Farbe Schwarz. Das ist die Le Volume Revolution de Chanel Mascara mit so einem 3D-Bürstchen. Und ich muss die auf jeden Fall mal auspacken, diese Mini-Mascara, weil mich das absolut interessiert, wie die von innen aussieht. Ja, die ist wirklich sehr, sehr süß. Das sind, steht leider nicht, wie viel Milliliter das sind. Aber egal. Ich werde es jetzt mal aufmachen. Die ist halt sehr, sehr klein, aber auch gut zum Ausprobieren. So sieht das Bürstchen aus. Voll krass. Wow. So, Türchen Nummer 20. Wir neigen uns langsam, aber sicher dem Ende auch wieder so viele Produkte drin. Ich fasse es gar nicht. Warum machen die so viel hier rein? Einmal hier Lancôme Idole oder so. Idole, wie auch immer. Auch ein sehr, sehr guter Duft besitze ich auch zu Hause. Dann auch von diesem Idole oder Idole oder wie auch immer eine Scented Body Cream, also eine Body Lotion. Das sind 50 Milliliter. Und zu guter Letzt natürlich ein 5 Milliliter Duftflakon. Ich liebe sowas. Ja, richtig, richtig toll. Ich liebe sowas einfach, ne? Auch wieder von demselben Duft. Also, die haben sich da wirklich schon Gedanken gemacht, haben da echt ganz schön viel reingepackt und das finde ich echt super. Also bisher, wie gesagt, finde ich für den Preis, hat er sich eigentlich bisher ganz gut gelohnt. Aber wir machen mal weiter und ich bin so gespannt, was die in die 24 reingepackt haben. Ich habe da halt so null Ahnung und kann mir darunter halt auch gar nichts vorstellen. So, Türchen 21, hier ist, glaube ich, nur ein Produkt drin.
Und hier haben wir von Estee Lauder eine Revitalizing Supreme Plus Cream. Ist auch eine Anti-Age-Pflege. Das sind auch wieder 5 Milliliter. Und die kommt in so einem süßen Flakon. Türchen 22. Mal gucken, was an Mamas Geburtstag so drin ist. Oha, das ist voll krass. Hier haben wir von Gucci Memory oder Gucci Memory de un odeur, keine Ahnung, Eau de Parfum, 5 Milliliter. Und das ist halt so ein Exklusivduft von Gucci, glaube ich zumindest. Ja, und oh mein Gott, das finde ich ganz, ganz toll. Guckt euch mal diesen Flakon an. Ich weiß nur, dass der Duft echt ekelhaft riecht, aber egal. Also mir hat der gar nicht gefallen. Ja, mir gefällt der immer noch nicht. Also ich weiß nicht, kennt ihr diesen Duft von Gucci? Mir gefällt der gar nicht. Also so wirklich gar nicht, gar nicht. Aber egal. Ich finde dieses Parfümflakon einfach richtig geil, auch so zum Sammeln einfach. Und dann hatten wir noch zwei Duftproben. Einmal Alien von Thierry Mugler oder wie auch immer. Und einmal Olympia. Olympia mag ich. Alien habe ich früher echt gar nicht abgekonnt. Aber irgendwie mittlerweile mag ich es schon so ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich so, weil meine besten Freunde das alle so tragen und ich sie dann ertragen muss und ich sie ja mag. Und dann habe ich irgendwie angefangen, den Duft auch zu mögen irgendwann. Naja, Türchen 23 und dann bin ich so gespannt jetzt auf die 24. In der 23 haben wir einmal La Vie Belle, mein Lieblingsparfüm auch von früher, oh mein Gott. Und natürlich La Vie Belle als 4 Milliliter Miniatur, oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe diese kleinen Dinge einfach nur so sehr. Ja, einfach nur richtig cool. Aber das ist hier La Vie Belle Investment, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Nee, Intensement. Oh mein Gott, wie blöd. Investment. Ja, das ist wahrscheinlich diese Intense-Serie. Ich habe halt das ganz normale La Vie Belle immer. Hallo Fokus, wo bist du? Hier ist er. So. Ja, La Vie Belle. Schön, schön. Jetzt der große Moment. Die 24. Da ist, glaube ich, auch nur ein Produkt drin. Wir schauen direkt mal nach, was sich hierin befindet. Okay, hier haben wir ein Produkt von Karl Lagerfeld plus Model Co. Custom Lipstick Shade in Sculpt Duo. Intense Matte Lipstick plus Metallic Top Coat. Aha, so sieht das hier aus. Kenne ich gar nicht. Na komm, geh auf. Okay, hier haben wir einen Lippenstift von Karl Lagerfeld in dieser Farbe hier. Die Farbe ist recht schön, wie ich finde. So sieht die Farbe aus. Und ja, dann haben wir dann hier noch so einen glitzernden Topcoat oder besser gesagt einen metallischen Topcoat, den ich richtig, ja, ich sag's jetzt nicht, aber ich finde ihn nicht schön, aber damit kann man zum Beispiel, keine Ahnung, als Lidschatten oder so benutzen, also damit kann man was anderes machen, als sich das auf die Lippen schmieren. Deswegen finde ich das ganz cool. Wie gesagt, ich kannte die Produkte von Karl Lagerfeld gar nicht, weiß gar nicht, die sind wahrscheinlich nicht so neu, weil sonst hätten die es wahrscheinlich nicht reingepackt. Ja, im Großen und Ganzen, was soll ich dazu sagen? Für 60 Euro ist der vollkommen in Ordnung. Das Einzige, was mich halt gestört hat, waren diese Säckchen, die wirklich nicht hochwertig sind oder so. Und ich habe einfach eine Allergie auf diesen Stoff. Ich weiß, ich muss die ganze Zeit niesen, meine Nase juckt auch schon die ganze Zeit. Und es wirbelt sich dieser ganze Staub auf. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen dafür, dass dieser Adventskalender so unbekannt ist, finde ich den echt nicht schlecht. Es gibt viel schlechtere Adventskalender auf dem Markt für diesen Preis. Und dafür muss ich wirklich sagen, fand ich den echt gut. Also vielen Dank an meine Followerin, die mir diesen Adventskalender weitergeleitet hat, sodass ich ihn testen durfte. Und von mir wurde er abgesegnet und ich sage, er ist gut. Also ich kann mich nicht beschweren, er ist nicht schlecht. Klar, ein paar Türchen waren halt so Proben drin, aber ich fand das super. Die haben in ein paar Türchen echt viel reingepackt und ja, echt cool. Ich werde ihn euch auf jeden Fall mal in der Infobox verlinken. Könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Und dann würde ich auch schon sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und macht alle bei der Verlosung mit. Also bis dann. Ciao!